Yo, meine Bros, willkommen zu Nero LP. Und mit dabei ist der Banane. Und der SK. Hi. Und wir haben jetzt ein neues Format gemacht und das heißt Hashtag nachgefragt. Das Hashtag gehört unbedingt dazu. Und also, wir machen im Hintergrund so Gameplay und dabei lesen wir uns so behinderte Fragen vor und geben ihnen dann Antworten. So ähnlich wie Dr. Winter von Broken Farms oder so. So, dala. Soll ich beginnen? Jo. Ja. Okay, weiblich 15. Heute beim Freund übernachten. Hallo, ich will heute bei meinem Freund übernachten. War auch so abgemacht mit meinen Eltern. Um 10.45 Uhr wird mein Freund mich am Bahnhof abholen. Und jetzt habe ich ein Problem. Meine Mama ändert immer wieder ihre Meinung. Einmal ja, nein. Und jetzt ist sie noch am Schlafen. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Und die Tipps, dass mein Freund meinen Freund meiner Mama vorstellen soll, geht ja gar nicht. Dafür ist sie viel zu stur. Danke im Voraus. LG. Stehen Antworten schon da? Sicher. Erste Antwort? Nein, das ist die Frage. Ich gebe dir jetzt Antwort. Ja, wahrscheinlich ist der Mama so hot, dass dann der Typ die gleich bumsen wird. Also ja, da hat ja einen Shadow vor sich. Er kommt so vorbei, eiskalt. Eiskalt von hinten. Ja, also deine Mama nett sagen, die ist sicher bei Germany's Next Top Model 1990 dabei gewesen. Die da ist die Best weggeballert. Leon, deine Antwort? Also mit deiner Mutter, also geisteskrank. Meinungswechsler. So nenne ich diese Art von Tieren. Oh, so richtig. Und Oskar? So richtiger Hurensohn. Du hast deine Antwort. Also der Freund sind einfach immer so reingehen. Und dann erstmal schauen, wie die seine Mama ist und dann entscheiden, ob er sie wegbumst oder nicht. Boah, jetzt kommt so richtig elfjähriges geldgeiles Kind. So, wie schnell ins Geld machen. Keiner. Okay, männlich 11. Mit 11 Jahren schnell Geld machen. Hi, ich bin 11 Jahre alt. Und hatte letztes Halbjahr ein ziemlich schlechtes Zeugnis. Aber in der Zeit habe ich von einem Alienware-Gaming-PC geträumt. Bin Let's Player. Und jetzt läuft es in der Schule richtig gut. Und ich dürfte mir den PC sogar kaufen. Nur das Problem ist, dass der 1,50 Euro, nicht Spaß, 2.100 Euro kostet. Und ja, ich weiß, das ist sehr viel Geld. Und ich bin zwar erst 11, bin aber 1,65 groß und habe einen IQ von 124. Jetzt ist aber die Frage, wie ich wirklich so schnell an Geld komme. Ja, du mit deiner 140 IQ ist selbst scheit genug. Und ja, Alter. Also ist das für Spaß, die Streber mit 140 IQ, der Let's Plays macht. Okay, so ja. Der macht Mathe-Let's Plays wahrscheinlich oder so. Ja, so. Let's Mathe. So, wir sind letztens hier stehen geblieben auf Seite 64. Also, ich würde sagen, Finger weg von Drogen, das bringt ja nichts. Banküberfall, nicht so gut. Also. Ja. Klaus einfach deine Mama und dann. Der Typ soll es nur zur Arbeit. Und seine Let's Plays sind wir wissen, weil das ist. Er soll Nachhilfe machen. Er soll seinen Freunden die Hausaufgaben machen. Also. Vielleicht kommt er gehört. 2,50 für eine Seite. So, okay. Oh shit. Okay, wir müssen uns an, weil jetzt kommt noch ganz lange Flecki. Oh mein Gott, wie sieht's schon. Weiblich 14. Freund, also ich lese es jetzt mal so, wie das da steht. Freund hat mich eiskalt verarscht.ht und macht mich jetzt fertig. ... Wir haben Anfang des Schuljahres einen neuen Klassenkameraden bekommen. Er war sehr nett und wir haben uns gleich super verstanden.
waren sehr gut befreundet und haben uns so gut jeden Tag was zusammen unternommen. Er war eigentlich mein bester Freund und ich habe ihm Sachen anvertraut, die ich sonst keinem gesagt hätte. Dann ist er einmal an meiner Haltestelle ausgestiegen und hat gewartet, bis der Bus weg ist. Er war CHI, dachte, ich glaube, das soll ich heißen, ich dachte mir erst nur so, okay, und was hat er jetzt vor? Dann geht er einfach nur total perplex da, steht er einfach nur total perplex da. Er sagt mir, dass er in mich verliebt sei und ich konnte da einfach erstmal gar nichts mehr sagen. Ich hatte ihm gesagt, dass ich Zeit brauche, weil in den Sommerferien mein Ex Schluss gemacht hat und ich eigentlich vorerst keine Beziehung wollte. Er meinte, er versteht das und er würde warten, egal wie lange das geht. Wir waren dann immer noch sehr gut befreundet. Dann aber auch ich nach einer Weile, das waren circa 3 Wochen, auch Gefühl für ihn entwickelt. Wir sind dann auch zusammengekommen und waren glücklich. Dann ruft mich an einem Morgen der Bruder meiner allerbesten Freundin an und sagt mir, dass er meinen Freund und meiner allerbesten Freundin halt zusammen erwischt hat. Ich bin einfach nur total ausgerastet, steht da, weil das echt gar nicht geht. Und meine allerbeste Freundin hat ja auch einen Freund. Ich habe erstmal den angerufen und er hat sie am liebsten sofort auf die Stelle gekillt. Aber die schreibt geirrt, Alter, was ist denn? Meine allerbeste Freundin wurde dann auch richtig gemein. Und hat mich ziemlich angemacht. Mein Freund, beziehungsweise jetzt Ex-Freund, genauso. Die beiden sind jetzt auch zusammen. Haben Gay-Sex. So, aber das war's jetzt erstmal, weil wir jetzt weiter aufmachen müssen. Wahrscheinlich hängen wir jetzt noch was dran, also kurzer Cut, sorry. Gut. Ja, machen wir kurz einen Cut, oder? Ja. Ja, meine Freunde, das war jetzt kurzer Cut und jetzt spiele ich Arno im Gameplay. Also es ist jetzt nur so halb, wir brauchen nämlich ein bisschen mehr Zeit für nachgefragt, was haben wir natürlich nicht gewusst. Und, achso, das ist ein Foto. Ja, und jetzt lese ich mal weiter. Ja, die Frage. Meine allerbeste Freundin wurde dann auch richtig gemein und hat mich ziemlich angemacht. Mein Freund, beziehungsweise jetzt Ex-Freund, genauso. Die beiden sind jetzt auch zusammen. Aber jetzt war ich in ein paar Freund, was schreibt die? Jetzt war ich in den mal kurz draußen wegen meinen Kaninchen und dann kommt mein Ex mit paar Freunden und als er mich sieht, fängt er laut an, Lügen über mich zu erzählen. Ich gehe so zu ihm und frage ihn, was das soll. Er lacht nur und macht halt weiter. Dann wollte ich erst gehen und dann fängt er an, Geheimnisse zu erzählen, die ich ihm anvertraut habe. Ich gehe so zu ihm und raste halt total aus. Haus, gell? Ja, okay. Was denn? Fängt er laut an, Lügen über mich zu machen. Dann wollte ich erst gehen und dann fängt er an, Geheimnisse zu erzählen, die ich ihm anvertraut habe. Ich gehe so zu ihm und ra.st halt total aus. Und da ich im Moment Stress nicht so gut vertrage, ist mein Kreislauf ziemlich im Keller gesagt und als ich halt. Bist du wieder big? Ich bin wieder big. Okay. Erzählt er ständig Dinge, die gar nicht stimmen. Also, dass wir zum Beispiel miteinander geschlafen haben und so. Ich muss wegen ihm auch Antidepressiva, was immer das ist, nehmen. Also irgendeine Pille. Weil mich der Arzt als stark suizidgefährdet eingestuft hat. Was ich persönlich total unnötig finde, weil ich mich noch doch gar nicht für so einen umbringe. Da habe ich Besseres zu tun. Ich weiß einfach nicht mehr, was ich machen soll, weil ich nervlich total am Ende bin. So, Riebel, Alter. Das ist ein Mädchen. Oh, Alter. Ich sag, Daffy? Ja. Die Sarah hat erstmal auf einmal so richtig an die Fressen ballert. Softgunner, du kannst gerne wissen. Ja,
Und am Freitag halten die uns hin. Und dann will sie nie fressen. Noch die in die Eier, so mit dem Boah, sogar schon die Eier, ja. So mit der Sohle, Alter, untereinander oder Stechel gewonnen. Oh, hey. Fiesen, Alter. Ja. Scheiße, Junge. Ja, wie so ein Geisteskrank. Alter, und ja, der Bruder ist voll umgezogen. Aber mein Tipp ist jetzt mal auf jeden Fall, ja, dann trotzdem so Rechtschreibung lernen. Ah, und die Punkte da weglassen. Ich meine, da ziehen wir irgendeinen Punkt. Deutsch und Nachhilfe gehen. So, und jetzt habe ich noch die letzte Frage. Schwunger. Jo, Punkt. Nein. Punkt. Fragezeichen, Rufzeichen, Fragezeichen, Rufzeichen. Ist jetzt nicht so lang. Hey, ja. Leute. Hab mal eine Frage. Und zwar, habe ich einfach mittendrin meine Pille abgesetzt, also weiblich 13. Danach ungeschützt Geschlechtsverkehr mit meinem Freund. 13. Da wir uns ein Kind wünschen. Alter, mit 13 ein Kind! Oh mein Gott! Ohne Kack, die ist 13 und wünscht sich ein Kind. So, wie jetzt kommt's. Wünschen uns einen kleinen Rückschnicker. Warte. Meine Periode habe ich bis jetzt noch nicht bekommen. Kann es sein, dass ich wirklich schwanger bin? Oder ist es normal, dass die Periode auf sich warten lässt? Weil ich ja mittendrin aufgehört habe. Vielen Dank für eure Antwort. Ich bin schwanger. Was bist du für schwanzgeile Nutte? Sie kann nicht schwanger werden, wenn er 13 ist, in der Mitte mit Geschlechtsreife. Doch. Ich bin zu irgendwie schlecht. Oh, jetzt ist es bei dem Banana. Oh, jetzt habe ich einen geilen Titel. Der Banana Impotent Ring. Immer der Banana. Yeah. Immer Banana in der Aufnahme. Der Banana hat Banana. Banana. Ich klatsche auf jeden Fall mal für die fette Banane auf den Pfand, wenn das kommt. Okay, auf jeden Fall bist du schwanger, schwarz-geile Nutti. Und du wünschst dir ein Kind. Ohne der Periode viel Spaß. Geil, sie verbrannt. Sie verbrauchen ihr Leben auch so. Also, okay. Jo, die schwischt. Also. Das Gameplay ist langweilig. ja, ich finde Minecraft eher geiler. Ja, und auf jeden Fall. TTT. Sorry, kurzer Cut. Nee, Oskar möchte auch noch eine Antwort uns geben. Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch ein Kind. Von einer Katze. Ich bin ein Kind von einer Katze. So, und nächste Runde. Katzen sind geil. Lecker Kätzchen. Auf jeden Fall, nächste Runde wird der Ton wieder besser. Sorry nochmal wegen dem. Wie? Because unser Mikro ist da. Und tschüss! Tschüss.